Heute für euch die 7 mächtigsten Offensivzaubersprüche in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns die 7 mächtigsten Angriffszauber im Harry Potter Universum anschauen. Wir werden uns nicht mit defensiven Zaubern aufhalten, denn dazu werde ich ein separates Video machen. Um das noch einmal klar zu machen: Der Patronus-Zauber ist, auch wenn er wie ein Angriffszauber wirkt und aussieht, kein wirklicher Angriffszauber, sondern eher eine Verteidigung in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel bei einem Dementorenangriff. Wir werden uns in diesem Video auf die Zauber konzentrieren, die eine Hexe oder ein Zauberer einsetzen kann, um den maximalen Schaden anzurichten. Einerseits an anderen Menschen und andererseits auch an Sachen. Der Vergleich von Zaubersprüchen kann manchmal etwas schwierig sein, besonders im Fall von Offensivzaubern, denn wir haben noch nicht viele von ihnen gegeneinander antreten gesehen. Ich meine, es kam schon vor, dass Avada Kedavra gegen Expelliarmus gekämpft hat, und dies konnten wir auch live sehen, als Voldemort gegen Harry kämpfte, aber viele Zaubersprüche wurden auch so gezündet, ohne einen direkten Vergleich zueinander zu sehen. Außerdem sind die einzelnen Eigenschaften der Zaubersprüche meist sehr einzigartig, und das ist ja auch gut so, denn sonst wäre es ja nicht notwendig, verschiedene Zauber auszusprechen. In diesem Video versuche ich, die 7 mächtigsten Offensivzauber zu bewerten und meiner Meinung nach in ein logisches, objektiv betrachtetes Ranking zu setzen. Ebenfalls bitte ich euch, eure Meinung zu dem Ranking unter das Video zu schreiben und am besten eure eigene Liste zusammenzustellen und unter dem Video zu teilen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, in denen ich Rankings zu bestimmten Themen abgebe, dann gebt dem Video doch gerne ein Like. Aber ohne weiter drumherum zu reden, lasst uns direkt mit der Nummer 7 beginnen. Bombarda Maxima. Bombarda Maxima ist die stärkste Version des Explosionszaubers Bombarda und ist ganz einfach dafür da, eine große Explosion zu erzeugen. Die Funktion des Zaubers Bombarda war ganz einfach die Sprengung von versiegelten Türen, Gitterstäben und Fenstern. Während Bombarda Maxima den Hexen und den Zauberern erlaubte, dies in einem viel, viel größeren Ausmaß zu tun. Bombarda Maxima war in der Lage, ganze Wände abzureißen, und wir sehen von diesem Zauber sogar eine Kostprobe, als Dolores Umbridge in den Raum der Wünsche einfällt, um Dumbledores Armee zu enttarnen. Obwohl Bombarda Maxima nicht sehr oft in den Filmen verwendet wird, denke ich schon, dass es sehr einfältig ist, sein großes Potenzial zu ignorieren. Es ist ein Spruch, der Dinge im großen Ausmaß in die Luft jagt. Auf der Nummer 6 haben wir den Cruciatus-Fluch. Dieser wird auch beschrieben als der Folterfluch und ist einer der 3 unverzeihlichen Flüche. Er gilt weithin als einer der unheimlichsten Zaubersprüche in der gesamten Zaubererwelt. Der Spruch verursacht beim Opfer unerträgliche Schmerzen, die über das hinausgehen, was man sich an normalen körperlichen Schmerzen vorstellen kann. Der Name des Zaubers stammt von den lateinischen Wörtern für Schmerz und Folter. Der Cruciatus-Fluch wurde bis 1717 frei verwendet, aber ab da wurde er verboten und wird mit sofortiger Anwendung bestraft. Befürworter des Cruciatus-Fluches sind unter anderem Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. und Lord Voldemort. Er wurde bekannterweise bei Frank und Alice Longbottom angewandt. Diese waren Mitglieder des Orden des Phönix, der Organisation, die sich gegen Lord Voldemort und seine Todesser stellte. Der Folterfluch trieb die Eltern von Neville Longbottom völlig in den Wahnsinn, sodass sie letztendlich im Irrenhaus landeten. Das Anwenden von Crucio erfordert 2 Dinge: einen Zauberstab und eine Beschwörungsformel, die den Anwender fordert, das Foltern wirklich ernst zu meinen und der betreffenden Person wirklichen Schaden zufügen zu wollen. Sie soll wirklichen Schmerz erzeugen wollen und die Emotionen von beiden Parteien angreifen: die des Zauberers und auch die des Betroffenen des Schmerzes. Man soll die Anwendung genießen und das Opfer verachten. Wir sehen Harry Crucio einst anwenden, aber er hat es nicht richtig gemacht und es hat nicht richtig funktioniert, weil er es nicht so meinte. Dieser Zauber verursacht allerdings nur höllische Schmerzen und verursacht nicht den direkten Tod, was dazu führt, dass dieser Zauber auf der Liste der offensiven Zauber nur den Platz 5 belegt. Auf der Nummer 5 haben wir Sectum Sempra. Severus Snapes eigenen Zauberspruch Sectum Sempra sehen wir zum ersten Mal in dem Film, als Harry Potter ihn bei Draco Malfoy im Halbblutprinz anwendet. Sectum Sempra ist ein bösartiger, dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert funktioniert. Er verursacht Risswunden, Blutungen und Schnitte an seinem Ziel. Oft nachdem das Ziel getroffen wurde, liegt es regungslos da, während es Blut verliert.
Dieser Zauber ist so etwas wie eine Spezialität von Snape und steht in seinem Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung. Die einzige bekannte Behandlung für Sectum Sempra ist der Zauber Vulnera Sanentur, der ebenfalls von Snape erfunden wurde. Sectum Sempra ist ein sehr gefährlicher Zauber, aber kein unverzeihlicher Fluch. Ich habe bereits ein Video gemacht, warum Sectum Sempra kein unverzeihlicher Fluch ist. Guckt euch das Video gerne an, um das vollständig zu verstehen. Für Harry war der Zauber ziemlich leicht zu zaubern, wie es scheint, denn er erwischte sein Ziel beim ersten Mal. Während die unverzeihlichen Flüche die tiefe Absicht und ein Verständnis für das, was man tut, einfordern, hat Sectum Sempra, wie es scheint, keinerlei Einschränkungen, was das angeht. Dennoch hat er sehr tödliche Folgen, was ihn eigentlich noch gefährlicher machen würde als viele unverzeihliche Flüche, für die man eine tiefere Absicht braucht. Harrys Zauber auf Draco war nur ein Zufallstreffer, beziehungsweise Harry wusste nicht ganz genau, was er da tat. Nichtsdestotrotz sehen wir in dieser Szene das enorme Ausmaß des gefährlichen Offensivzaubers Sectum Sempra, und das reicht mir, um ihn auf die Nummer 5 dieser Liste zu setzen. Auf der Nummer 4 haben wir Avada Kedavra. Avada Kedavra, alias der Tötungsfluch, ist ein Favorit von vielen dunklen Hexen und Zauberern und ist einer der drei unverzeihlichen Flüche. Vielleicht sogar der schlimmste der drei Flüche. Der Fluch kostet das Opfer den sofortigen Tod, wenn man denn sein Opfer tot sehen will, denn man braucht eine tiefe Absicht dazu. Lord Voldemort ist ein großer Befürworter des Zaubers, wie wir immer wieder sehen können. Wenn der Zauber angewandt wird, erscheint ein blendender, intensiver grüner Lichtblitz kurz bevor das Opfer einfach tot umfällt. Es gibt keinen richtigen aktiven Schutz gegen Avada Kedavra. Man hat jedoch zwei Alternativen, dem Tod durch Avada Kedavra zu entgehen, falls der Fluch nicht plötzlich kommt. Ein offizieller Schutz ist das Liebesopfer. Dieses brachte Lily Potter für ihren Sohn Harry und schützte damit sein Leben, indem, wie der Name auch schon sagt, sie ihr eigenes Leben durch Liebe opferte. Und der andere Weg ist, dem Avada Kedavra auszuweichen, beziehungsweise den Spruch dich nicht treffen zu lassen. Das heißt, etwas in den Weg zu zaubern oder dich zu ducken oder ähnliches. Avada Kedavra wird sehr oft verwendet in den Büchern und in den Filmen. Beispiele dafür sind Voldemort bei Harrys Eltern oder Snape gegen Dumbledore. Avada Kedavra ist mächtig, aber es ist wirklich nichts Besonderes, und ich denke, dass wenn du in größerem Umfang Schaden anrichten willst, es üblere Zaubersprüche dafür gibt. Trotzdem ist es der Todesfluch und deshalb meiner Meinung nach ganz richtig auf Platz 4 dieser Liste. Auf der Nummer 3 haben wir Feuersturm. Was? Feuersturm, was ist das denn für ein Zauber? Und ja, dieser Zauber kommt tatsächlich auch nur an einer einzigen Stelle vor, als Dumbledore sich und Harry in Sicherheit vor den Inferi bringen musste. Feuersturm, sonst bekannt als Lasso der Flammen, ist eine Beschwörungsformel, die einen großen Feuerring aus dem Zauberstab des Zaubernden bewegt. Der Feuerring bewegt sich mit dem Zaubernden mit und wehrt aktiv alles ab, was versucht anzugreifen. Während der Zauber auf den ersten Blick wie ein Verteidigungszauber wirken mag, hat der Feuersturm auch offensive Fähigkeiten. Er schickt Flammen und brennende Flammkugeln auf seine Feinde und löscht diese so aus. Ziemlich beeindruckender Zauber und sehr gefährlich, wenn ihr mich fragt. Du kannst mit dem Feuer sogar Wände erschaffen, durch die der Zaubernde sicher hindurchgehen kann. Dumbledore verwendet diesen Zauber, um die Massen von Inferi abzuwehren. In einem geschwächten Zustand erwies sich der Zauber als mehr als ausreichend, um die große Anzahl von Feinden aus ihrem Kreis auszusperren und viele zu vernichten. Wegen dieser Macht, die dieser Zauber mit sich bringt, und der großen Fläche, die er abdeckt, landet er bei mir auf dem dritten Platz. Auf der Nummer 2 haben wir Dämonsfeuer. Dämonsfeuer ist einer der mächtigsten Zaubersprüche in der Harry Potter Welt. Voldemort ist ein bekannter Befürworter des Zaubers und man kann sehen, wie er ihn gegen Dumbledore im epischen Duell im Ministerium einsetzt. Der Dämonsfeuerzauber erzeugt verzauberte Flammen enormen Ausmaßes, die alles zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie nehmen oft die Form von gigantischen feurigen Ungeheuern an. Das Dämonsfeuer ist eine extrem fortschrittliche dunkle Magie und ist außerdem eine der wenigen bekannten Möglichkeiten, einen Horcrux zu zerstören. Und schließlich auf der Nummer 1, Protego Diabolica. Das ist meiner Meinung nach der mächtigste Angriffszauber in Harry Potter und auch der beeindruckendste, wenn ihr mich fragt. Aber ist Protego nicht eigentlich ein Verteidigungszauber? Traditionell gesehen ja, aber die Version von Protego, die wir in dem Film Grindelwalds Verbrechen sehen, hat klare offensive Fähigkeiten.
Diabolica ist potenziell der mächtigste Zauber, den wir je in allen Harry Potter und Fantastischen Tierwesen-Filmen gesehen haben. Dieser Zauber lässt sogar Dämonsfeuer im Vergleich dazu schwach aussehen. Gellert Grindelwald benutzte Protego Diabolica im Mausoleum in Paris. Der Zauber ist ein dunkler Zauber, der einen Ring aus schützendem, schwarzen Feuer um das Ziel herum erzeugt. Jeder, der ein Feind des Zaubernden ist, wird augenblicklich verbrannt, wenn er versucht, den Kreis zu betreten. Die Flammen unterscheiden zwischen den Feinden, die das Feuer vernichtet, und den treuen Gefolgsleuten, die gefahrlos die Flammen durchqueren können. Zusätzlich zu seinen offensichtlichen Verteidigungsfähigkeiten scheinen die Möglichkeiten dieses Zaubers endlos. Wir sehen auch, wie Grindelwald den Zauber wie eine Waffe kontrolliert und damit Ranken aus schwarzen Flammen auf seine Feinde zuschickt. Mit diesen Ranken konnte Grindelwald verhindern, dass Auroren aus dem Mausoleum entkommen. Es wurde erwähnt, dass wenn der Zauber nicht gestoppt worden wäre, er ganz Paris zerstört hätte. Wenn ein einziger Zauber eine ganze Stadt mit seinen Bewohnern zerstören kann, dann ist dieser Zauber definitiv auf einem anderen Level als alle anderen Offensivzauber auf dieser Liste hier. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest und kein Video mehr verpassen möchtest, dann aktiviere gerne die Glocke unter dem Video. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.